Hallo, schön, dass ihr alle zu diesem Video gefunden habt. Spielen wurde uns schon in die Wiege gelegt. Seit unserer Geburt lernen wir erforschend, spielend die Welt kennen. Auch im Fremdsprachenunterricht werden Spiele inzwischen als Lernmethode gezielt eingesetzt. Wir haben uns ein paar Expertinnen eingeladen, um mit uns dieses Feld der Methode der Sprachlernspiele genauer zu erforschen und um uns ein paar Sprachlernspiele zu präsentieren. Kommt mit, gucken wir uns das Ganze doch mal an. Ich lerne in jedem Spiel ja etwas. Ich lerne mich selbst kennen, ich lerne mein Gegenüber kennen. Lernt man dann halt das Demokratieverständnis, die Sozialisation, wann bin ich dran, den Umgang mit Zufall, Taktik- und Strategiespiele zu entdecken. Spiel ist eben eine ganz wichtige Methode, um mit dem Leben optimistisch und gut klarzukommen. Spiel ist die Methode, mit der wir versuchen, die Welt zu begreifen, mit der wir versuchen, Variabilität auch zu gestalten oder Konflikte aus der echten Welt zu verhandeln. Ja, wir haben im echten Leben reale Herausforderungen, im Spiel haben wir künstliche Herausforderungen. Und dass Unternehmen oder Pädagogen auch erkannt haben, dass das Spiel eine magische Kraft hat und dass ich eben ganz gezielt auch Spielelemente reinnehmen kann in einen Unterricht mit irgendwelchen langweiligen Themen, die ich vielleicht suche, dann eben über das Spielen interessanter und spannender zu gestalten. Hormonausschüttung? Im Spielprozess werden die Hirnareale ja extrem gefordert. Wenn wir uns das halt angucken, natürlich ganz andere Hirnregionen, wenn wir an Bewegungsspiele denken, wenn wir an Geschicklichkeitsspiele denken. Spiel ist so vielfältig und spricht alle möglichen Funktionen des Menschseins und des Gehirns damit an. Wo aber die Menschen, je unterschiedlicher sie sind, auch unterschiedliche Wege gehen dürfen. Weil jeder hat andere unterschiedliche Lernwege. Wir sind unterschiedliche Lerntypen. Also dass gerade das digitale Lernen für die introvertierten Menschen, für die Ängstlichen und so zum Beispiel auch eine wunderbare Möglichkeit halt ist. Das ist das Schöne an Spielen, die verschenken gerne Erfolge. Spiel hat natürlich sehr viel mit Beschäftigung, gemeinsamer Beschäftigung zu tun, Freude, Zusammenkommen, hat aber auch was mit Wettbewerb zu tun. Zum Beispiel zerschneiden, ein Puzzle. Man kann Dialoge einstudieren. Kahoot ist natürlich ein großer Renner im Moment, wobei wir uns fragen, wie sinnvoll das ist. Es gibt Memories, es gibt Ratespiele zu bestimmten Themen. Okay, also Vorteile können sein. Es kann gefestigt werden, es kann wiederholt werden. Neue Lerninhalte können auch anhand eines Spieles eingeführt werden. Lernen durch Handeln, Lernen mit allen Sinn. Dann können Lerngruppen sehr gut durchmischt werden. Die ganze Lerngruppe ist involviert. Dann kann Binnendifferenzierung sehr gut gelingen. Eine Bewertung ist natürlich bei einem Lernspiel nicht notwendig, mehr Motivation. Negativ, eine Lernerfolgskontrolle. Der Zeitfaktor, Stress, Wettbewerbscharakter, das Mischen von starken und schwachen Schülern. Ich denke, gerade im Fremdsprachenunterricht ist natürlich das schönste Ergebnis sowohl für den Lernenden als auch für den Lehrenden, wenn die Motivation steigt, wenn das Interesse an der Sprache geweckt wird, wenn die Schüler auch die Sinnhaftigkeit des Lernens einer Fremdsprache erkennen und dann auch spielend und sprechend erfahren. Ja, auf jeden Fall. Also man kann auf jeden Fall Mensch, ärgere dich nicht spielen. Man kann einen Wissensquiz zum Beispiel, das mache ich öfter mal, übersetzen in unterschiedliche Sprachen. Man kann Stadt, Land, Fluss natürlich auch auf Englisch, Französisch, Spanisch spielen. Fast alles kann man wirklich in einer Fremdsprache machen. Spiele müssten eigentlich auch ritualisiert werden. Die kann man nicht nur einmal spielen, das muss man öfter machen. Und ich sage den Schülern immer, also es soll Spaß bringen, aber es ist Arbeit. Ja, everything is hard before it's easy. Bevor etwas einfach wird, muss man sich erstmal anstrengen. Avec plaisir. Viele spannende Erkenntnisse. Lasst uns doch gerne eure Meinung in den Kommentaren da und guckt euch auch die anderen Videos auf diesem Kanal an.